Ja, die letzten Standfotos werden gemacht. Die Fotografen haben jetzt alles im Kasten und dann wird es gleich losgehen. Also, willkommen zur diesjährigen Pressekonferenz zum 42. Kaltenberger Ritterturnier im 44. Jahr. Schön, dass Sie alle da sind, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Unsere Grundidee dieses Jahr war, dass wir Ihnen mal ein paar Einblicke in die Produktion dieser großartigen Show geben und Ihnen mal zeigen, mit wie viel Mühe und Liebe und mit wie viel Headcount und Teilnehmerzahl wir hier diese zweistündige Show auf die Beine stellen. Dazu erschienen ist sozusagen das Kreativteam, der Veranstalter und die Hauptdarsteller. Und ich übergebe jetzt auch gleich an Heinrich Prinz von Bayern, den Veranstalter des Kaltenberger Ritterturniers. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank für die Pressevertreter, für euer zahlreiches Erscheinen. Wir freuen uns wie jedes Jahr. Es ist ein kreativer Prozess, der jetzt hier quasi seinen Höhepunkt langsam erreicht. Und am Donnerstag mit der Generalprobe und dann am Samstag für das Ritterturnier mit der Premiere und am Vortag, am Freitag, mit der Premiere des kompletten Rahmenprogramms in der Gauklernacht hier dieses Jahr wieder starten wird. Mit grandiosem Wetter natürlich. Wir haben ein Riesenteam wie jedes Jahr. Wir haben natürlich auch, das Gelände ist groß. Das, was wir hier selber machen und was Sie alle heute noch sehen werden, wenn der die Chance bekommt, bei der Proben zuzusehen, ist das, was wir jedes Jahr selber produzieren. Das Kaltenberger Ritterturnier an sich. Und für den Gast, für die Gäste ist natürlich ein großer Teil der ganzen Geschichte noch das, was außenrum passiert. Da haben wir ein riesiges Rahmenprogramm, es wird von der Frau Hoffmann gebaut und einen riesigen Markt mit wirklich 8 Stunden Unterhaltung. Sie kennen es alle, die es nicht kennen, werden es hoffentlich kennenlernen. Es macht uns jedes Jahr einen riesen Spaß, das zusammenzubauen und dann fast nochmal Spaß zuzuschauen, wie es ankommt, weil es die letzten Jahre sehr gut ankam und ich gehe davon aus, wir haben dieses Jahr wieder ein paar schöne Überraschungen parat. Ich übergebe dann an den Johannes Steck, unseren Erzähler und Sprecher der Show, der eine Fragerunde stellen wird, um die Protagonisten vorzustellen, die sehr dabei sind. Vielen Dank. Also erstmal stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin hier der Erzähler und gebe den ganzen Figuren, den Protagonisten, meine verschiedenen Stimmen, was ich also drauf habe, um die auseinanderzuhalten. Und im wirklichen Leben oder im Nicht-Kaltenberger Leben habe ich im Schloss Seefeld ein Tonstudio und produziere dort Hörbücher und Hörspiele, spreche natürlich auch sehr viel und bin sehr froh, Teil dieses Teams sein zu dürfen, nun schon, ich glaube, im 9. Jahr. Und ich stelle Ihnen jetzt mal unser Ensemble vor und beginne mal mit Alexander May, unserem Regisseur. Alexander, du wohnst ja in Inning, also gar nicht so weit weg. Ich wohne übrigens in Hechendorf, also wir haben eine kurze Anfahrt. Alexander, wir stehen hier auf einer der außergewöhnlichsten Theaterbühnen Deutschlands. Was hat Kaltenberg, was andere Bühnen nicht haben? Also die Frage beantwortet der Blick hinter mich. Eine Größe, die immens ist. Als mich Heinrich vor mittlerweile 6, 7 Jahren zum ersten Mal gefragt hat, ob ich das machen will, habe ich mit großem Respekt und großer Vorsicht gesagt, ich probiere das mal, ob ich das überhaupt kann, weil man hat ja sozusagen nicht eine Richtung, in die man inszenieren kann, wie man es im Theater normalerweise immer tut oder in der Oper, sondern man hat ein Zentrum und die Schauspieler und die Darsteller und die Stuntleute müssen in alle Richtungen gleichzeitig spielen. Und das ist schon eine große Herausforderung, aber es macht auch riesengroßen Spaß, weil das Wetter, die Geräusche der Natur und diese wunderbare Kulisse so viel Kraft schon geben, dass man sozusagen darauf wie auf einer Welle surfen kann. Welche besonderen Herausforderungen bringt diese Inszenierung für dich als Regisseur mit sich? Naja, das Tollste hier ist tatsächlich dieses Team. Also wir haben hier halt die Leute, die Stuntleute aus Paris, die Kavalkade. Wir haben die Merlitz aus der Tschechei. Wir haben ein tolles Team im Stab. Thomas Limpinsel als Autor, die Janne, die gleich auch noch was sagen wird, als Choreografin, zwei tolle Assistentin. Wir haben ein so tolles Team, dass das eigentlich das ganze Jahr über mit einem engen Kontakt, wo die Geschichte entsteht, die Musik entsteht, der Jan Fassbender, der die Musik komponiert jedes Jahr. Es ist jedes Mal was komplett Neues und das ist eigentlich das, was dieses ganz Besondere, dieses großen Turniers ausmacht. Dass wir jedes Jahr bei Null anfangen und eine Geschichte mit einem tollen Team erfinden und ich darf das dann am Ende zusammenbauen. Die heiße Phase, wie Heinrich vorhin gesagt hat, ist jetzt gerade und die Unterstützung, die sozusagen von der Produktion kommt und die
einfach mit unglaublich viel Lust und Freude, das dann auf den letzten Metern über die Ziellinie tragen. Das macht großen, großen Spaß. Vielen Dank, Alexander. Die heiße Phase ist morgen auch, ich glaube, wir haben morgen 35 Grad, das ist schon für die Kämpfer und die Pferde, für eigentlich alle, echt eine Herausforderung. Weil in der Arena wird es noch heißer. Ich glaube, da geht es bis auf die 50 Grad, oder? Also, es ist ein Mann, den man nicht vorstellen muss. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt ihn, Mario Lurashi. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist. Mario, die Cavalcade ist eine der renommiertesten Stuntgruppen in Europa und der Welt. Wie groß ist eigentlich das Team, mit dem die Cavalcade nach Kaltenberg kommt? Also, wie viele Pferde, wie viele Reiter, wie viel Staff? Mario, the Cavalcade is one of the most renowned stunt groups in Europe and the world. How big is the team the Cavalcade is coming to Kaltenberg with? Also, how many horses, how many riders, how many staff? Firstly, there is a fantastic pleasure with the family for the Kaltenberg. It's a family for lions. It's like my little family, sometimes, you know. It's a long time I'm in Kaltenberg, I love that, you know. And sometimes I have the possibility to work in with the training for the horses special. It's very rare to do this type of work in films. Okay, I did a lot of films for the medieval times, but Night Owl, like a lot of films like that, you know. But in some times I have the possibility to do the high school with a look at, explain the training for the horses, to explain the perfect complicity you have the possibility to have with animals, and do the special tricks anytime. You know, this is a very, very pleasure. In the same time, I love the show. But in a show, you don't have, it's not like film. In show, you start and you finish. And the public make make your performance love your performance, or you don't like it, your performance. This is very important, you know. You have one judge, immediately judge you. This is, for my time, it's a perfect time. It's I like that. This, I have most pleasure in Kaltenberg. Thank you very much. Ich glaube, ich muss es nicht übersetzen, oder? Ich glaube, dass, I have a special question. Mario, wann hattest du das letzte Mal Lampenfieber vor einer Show? Mario, when was the last time you had stage fright before a show? Or did you ever have a stage fright? The question is not from me. I very disappointed a lot of people. I don't know the track. Yeah. I doubled 10 years the finesse. In this case, I have the track. Now, no. Er hat früher auch nur die Finesse gedoubelt. Und ihm zu heimlichen Ausflüchten geholfen. Er musste dann immer die Leiter hinstellen, damit Louis de Finesse raus konnte. Dann sind sie was trinken gegangen und die Frau von Louis de Finesse durfte das nicht wissen. Ja. You told me. Thank you very much. You're welcome. Thomas, Limpinsel. Limpinsel. Ja, da muss man eigentlich schon Autor sein, wenn man Limpinsel heißt. Das ist richtig. In jedem Jahr entwickelt ihr eine vollkommen neue Geschichte. In diesem Jahr heißt die Live-Show Der Verrat des doppelten Ritters. Worauf darf sich das Publikum dieses Jahr besonders freuen? Ja, einmal auf den Verrat und den doppelten Ritter. Also, das wäre natürlich jetzt fatal, wenn ich schon vorher erzähle, was hier alles stattfindet. Auf jeden Fall sehr spektakuläre Dinge. Und da es ja jedes Mal eine völlig neue Geschichte ist, wird alles, was man hier zu sehen bekommt, noch nie vorher gesehen, gewesen, sein, gewesen, sein, sein. An der Grammatik arbeiten wir noch ein bisschen. Thomas, oft wird in Kaltenberg bis zum Schluss an den Szenen und Texten gefeilt, damit doch wirklich alles passt. Mhm. An welcher Szene musstest du zuletzt noch einmal ran und warum? Naja, also letzten Endes mussten wir an alle Szenen ran, weil wir hier so einen Sprecher haben, der heißt Johannes Steck. Ah, wir müssen weitermachen mit Frédéric Laforêt. Frédéric Laforêt. Danke, Thomas. Frédéric, ihr kennt ihn alle. How many years have you been in Kaltenberg? We tried, wir haben versucht, vorhin nachzurechnen. Frédéric was not sure, is it 2005 or was it 2007? Maybe Mario knows it. Three. Whoa. Yeah,
Zeit ist immer eine Zahl. Im letzten Jahr hast du deinen Abschied von der Rolle des Schwarzen Ritters bekannt gegeben. Welche Tipps hast du für Dido, deinen Nachfolger? Last year you announced your departure from the role of the Black Knight. What tips did you have for Dido, your successor? You know, I have no advice to give him. He knows the job. The only stuff I have to tell him is to, I wish him to have the same pleasure than I had. Only that. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wie du angefangen hast. Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Auftritt in Kaltenberg, wie das war? Also wirklich, als du auftratst, in die Arena reinritzt. Do you remember the first moment in Kaltenberg so many years ago, 2003? Yeah. How was it? Yeah, for sure. I will never forget in my life, because I was coming aside from this point and we had to jump this with a horse. It was a really good entrance, and when we arrived into the arena, I felt like a rock star. There was an energy of a rock concert. The audience is so fantastic. Und Frederik ist der Rockstar von Kaltenberg über so viele Jahre gewesen. Als Stunt-Koordinator sorgst du dafür, dass Profis verschiedener Gruppen und auch Laiendarsteller perfekt in der Arena zusammenarbeiten. Gibt es eigentlich Kämpfer oder Kämpferinnen einer Laiengruppe, die dich besonders überrascht haben? As a stunt coordinator, you make sure that professionals from different groups and amateur actors work together perfectly in the arena. Are there any fighters in a lay group that particularly surprised you? Yeah, sure. Everyone is really involved, and I want to thank them for that. And of course, some of them are a little bit better in fight, if you want, but I won't give names. Ja, das spricht für dich. That speaks for you. Wie lange müssen wir proben, bis eine Kampfszene sitzt? How many time do we have to rehearse until the fight scene sits? For the war, if we speak about the war, we need 8 to 10 hours. Well, thank you very much. That's what we did this year. Okay, thank you. Andra. Andra Buda ist von der Showgruppe Merlet und er ist so unser Stunt-Koordinator. Wenn du gegen den Schwarzen Ritter im Bodenkampf antreten müsstest, mit welcher Waffe am liebsten? Langschwert, Kurzschwert oder Streitaxt? If you had to face the Black Knight in ground combat, which weapon would you prefer? Longsword, Shortsword or Battleaxe? So, thanks for this question. If I see these guys, they like knives, the armor sitting. In their armors, I think that I need catapult or. So, seriously, I see just one way how to defeat them this evening in the park. Okay. Andra, du hast bereits in zahlreichen Hollywood-Produktionen und auch mit Oscar-Gewinnern gearbeitet, zum Beispiel im Westen nichts Neues. Da war unsere Merle-Truppe dabei. Was macht den Showkampf so schwer und so besonders? Andra, you have already worked in numerous Hollywood productions and with Oscar winners. What makes the show fight so difficult and so special? Yeah, stage combat is something a little bit different than movie fighting. Yeah. You have just one try and you must do the best just in this one try. So there is nobody who can say, stop, let me do it again. So it's and if it doesn't match, you have to improvise always. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So not that it's bigger fun, there are more adrenaline. So that's the reason I really like it. Thank you very much, Andra. Janne ist unsere Choreografin, Janne Geest. Janne, auch du musst als Choreografin Profis und Laiendarsteller koordinieren. Welche Szene hat euch in diesem Jahr am meisten Spaß gemacht? Und welche war besonders aufwendig, ohne jetzt zu viel zu verraten? Okay, nichts verraten, aber trotzdem. also wir haben jedes Mal schöne Szenen dabei. Und ich glaube, das Aufregende dabei ist, also abgesehen mal von dem tollen Team zusammenzuarbeiten, mit dem Team zusammenzuarbeiten, die Laien mit den Profis, mit den Tieren, den Pferden, mit der Kavalkade, sich alles im Kopf zu konstruieren, mit
dem Komponisten vorher zu überlegen, wie viel Zeit braucht was, alles in der Arena abzujoggen und dann das alles zusammenzuführen, getrennt zu proben und am Ende klappt es dann doch, wie ein Wunder. Ich bin jedes Mal ein bisschen nervös, wenn wir die Gesamtproben haben, dann denke ich immer so, oh je, jetzt sind es plötzlich dann mal 200 Leute in der Arena, anstatt 60 und oder Einzelproben und dann kommen noch die Pferde dazu und es wird immer spannender, aber der Platz reicht dann, die Musik reicht und ich glaube, das ist das Spannende. Jetzt haben wir das abgearbeitet, ohne zu viel zu verraten, ich glaube, ja, einfach diese großen Szenen, gleich am Anfang, der erste Aufmarsch und dann haben wir, darf ich das verraten, den, genau, Blick zum Regisseur, ein Okay. Wir haben eine Traumsequenz drin, für die mich meine Kämpfer auch immer besonders lieben, wenn sie dann mal was anderes machen dürfen, dann weiß ich schon immer, eieiei. Aber das schaffen wir auch immer und ist für die ja auch ein anderes Pflaster, dass wir mal was anderes als Kämpfen reinbringen und die war sicherlich sehr aufwendig, aber nicht zu verraten ist. Bleibt spannend. Vielen Dank, Jana. Ludovic Godefroid ist unser neuer schwarzer Ritter, the new Black Knight. Ludo, du warst bisher immer der Gute. In diesem Jahr bist du erstmals der schwarze Ritter in Kaltenberg. Was gefällt dir an der Rolle? Ludo, you'll have always been the good guy. This year you can be seen for the first time as the Black Knight, the bad guy in Kaltenberg. What do you like about the role? Yes, it's an honor for me to do the Black Knight in Kaltenberg. After 10 years now, I make the Black Knight. I'm very happy. Thank you so much. I think I just want to know the number of people. Yes. Thank you very much. And good. What do you want different? Was möchtest du anders machen? What is your... Sorry. It's better to come and to see. Yeah. A surprise. Marco Lurasci, Prince Seifried. The mustache is new. Will we see the mustache at the show or? Surprise. Marco, du bist 2011 das erste Mal auf dem Pferd durch die Arena in Kaltenberg gestürmt. Wann hast du gewusst, dass Stuntshows einmal dein Beruf sein sollen? In 2011 you stormed through the arena in Kaltenberg on horseback for the first time. When did you know that stunt shows should be your profession? Since I was a kid, honestly, because my first year was in 2011. It was fantastic and put a really good taste to this job in Kaltenberg. It's the best show we can do in all of the year that we have. And it's always an honor to come here. And since my first year here, I knew that I wanted to do this. But I remember you told me once that you have been playing for PSG Paris Saint-Germain, yeah, in football in the youth team, mm-hmm, and there could be a professional career as a football player. Yeah, did your father say no? No. He was really great with me. He was always following what I wanted to do, and yeah, I had my step when I was younger. I wanted to do a bit football, but actually, I came back to the horses and to the trick riding and stunts. It's better for me. Was war das Wichtigste, das du von deinem Vater Mario über deinen Beruf gelernt hast? What was the most important thing you learned about your job from your father Mario? To always have fun and to enjoy everything that we're doing, even if it's complicated, just close your eyes and be in the trust and just have fun and enjoy. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Einstellung und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Mario das auch praktiziert. Das sehe ich jedes Jahr. Thank you very much. So, now we come to Florentine. Mit dir kann ich ja Deutsch reden. Florentine Hoffmann ist verantwortlich für das Geländeprogramm und den Markt. Florentine, neben der Ritterturniershow in der Arena erwartet die Besucher des Kaltenberger Ritterturniers auch stundenlange Unterhaltung auf den 5 Livebühnen, 5, wow, an den Handwerksständen und in den mittelalterlichen Lagern. Welche musikalischen Highlights sollte man denn dieses Jahr auf keinen Fall verpassen? Also, wir haben
wir haben natürlich, wie in jedem Jahr, wir haben Bands, die man in Kaltenberg gar nicht mehr wegdenken kann, wie Tanzwut oder Corvus Corax oder die Streuner. Ich glaube, mein Highlight ist dieses Jahr, wir haben tatsächlich drei Bands, die noch nie in Kaltenberg waren. Da bin ich sehr gespannt und ich glaube, das ist mein Highlight. Also es ist einmal Zackenflanke, die sind hier aus Bayern, die King Pipers und Daridel, die kommen aus Italien und ich bin wirklich sehr gespannt, die live zu sehen. Die King Pipers, ist ja da ein ehemaliger Mann von Corvus Corax dabei? Ja, genau, ich dachte, ich bin auch mal her. Hast du jetzt schon einen Tipp, wer könnte dieses Jahr Gauklerkönig werden? Ich habe da gar keinen Einfluss drauf, tatsächlich. Das liegt an den Stimmen der wählenden Besucher. Und verdient hat es jeder von den Künstlern. Also alle, die nominiert sind, auch die, die nicht nominiert sind, hätten den Gauklerkönig verdient. Deswegen kann ich nicht meinen Tipp abgeben. Und die letzte Frage. Hast du schon mal irgendwas in Kaltenberg gekauft? Nein, nie. Echt? Ich wollte nämlich fragen, ob du irgendwas an welchem Marktstelle du am liebsten einkaufen gehst. Also ich habe leider nicht so viel Zeit zum Shoppen. Klar. Es gibt natürlich so gewisse Schmankerl, so bei der Zuckerbäckerei oder beim Dattelschlepper, wo man sich seine tägliche Zuckerdosis holt. Und am letzten Tag mache ich dann immer meine Runde und es kommt ganz drauf an, was meine. Es sind hauptsächlich Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke, die ich dann direkt fürs ganze Jahr kaufe, weil es halt wirklich seltene Sachen sind. Ja, klar. Ja. Also so kriegst du alles, was Handwerk betrifft, bei uns hier im Gelände eigentlich. Genau. Vielen Dank. Danke. Ihnen. Das Schlusswort gehört noch einmal dem Hausherrn, Fritz Heinrich. Also vielen Dank, Johannes. Ich glaube, wir haben viele, viele Überraschungen im Gepäck. Wir haben ein tolles Team im Gepäck und ich bin auch wirklich gespannt zu sehen, was am Schluss dabei rauskommt, wenn man diese Menschen alle zusammenbringt und ihren kreativen Prozess lostritt. Ich freue mich dieses Jahr tatsächlich wirklich sehr, hoffentlich teilweise auch mal als Gast über das Gelände spazieren zu können. Endlich wieder nach langer, langer Zeit aus dem Original Steinbruch dunkles Bier der Königsbrauerei trinken zu können. Ich vermisse das, viele andere auch. Und wir werden jetzt tatsächlich hier weiter proben. Deswegen bitte ich auch darum, dass Sie, nachdem wir noch ein paar Fragen nehmen werden, einfach mal zuschaut, wie so eine Probe in Kaltenberg stattfindet. Und ich glaube, später auf dem Zeitplan werden wir uns dann alle nach oben vor das Schloss noch kurz begeben für eine Foto-Opportunity mit der ganzen Kavalkade und mit anderen Darstellern dann in Kostüm. Okay, dann sind wir an dieser Stelle eigentlich auch schon so weit, dass wir zuhören können, was Sie noch für Anliegen haben. Haben Sie noch kurze Fragen? Keine Fragen, wunderbar.